Die Märkte waren gewarnt worden, aber sie hatten diese Warnung ignoriert und dementsprechend dann die Heftigkeit der gestrigen Kursbewegung. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die neue Lage jetzt an den Märkten. Das hatte doch viele auf dem falschen Fuß erwischt. Wir haben so etwas bekommen wie eine hawkische Zinssenkung. Das hat Morgan Stanley, Zinsanhebung, das hat Morgan Stanley jetzt dann in Reaktion auf das, was die Fed gestern gesagt hat, formuliert. So wie es dovische Zinsanhebungen gibt, gibt es eben auch hawkische Zinssenkungen, und dementsprechend ist das jetzt für die Märkte eine sehr schwierige Situation. Schauen wir uns mal so die zentralen Punkte an, die gestern vor allem von Jerome Powell kamen. Ja, es gab diese Zinssenkung mit zwei Dissentern, mit zwei Menschen innerhalb des FOMC, Rosengreen und Esther, die gesagt haben, Esther George, die gesagt haben, nein, eigentlich wollen wir keine Zinssenkung haben, wir sollten die Zinsen unverändert lassen. Jedenfalls hat zunächst mal dieser Terminus definitely an insurance aspect of a rate cut, also so ein Versicherungsaspekt, das war für die Märkte nicht so schön, und vor allem der rate cut was a mid-cycle adjustment, also eine Anpassung in der Mitte eines Zyklus, und die Märkte wollten aber praktisch einen neuen Zyklus haben, nämlich den Beginn eines Zinssenkungszyklus, und genau das hat Paul ihnen nicht gegeben und daher die Enttäuschung. Es war dann so, dass nochmal die Situation ein bisschen gerettet wurde durch Jerome Powell, indem er dann gesagt hat, naja, schauen wir mal, wir werden dann möglicherweise ja nicht aufhören, die Zinsen zu senken. Let me be clear, I didn't say it's just one, just not a long easing cycle. Also ich habe nicht gesagt, dass es nur eine Zinssenkung geben wird. Ich habe nur gesagt, dass wir wohl nicht vor einem langen Zinssenkungszyklus stehen. Und das ist dann wieder etwas gewesen neben dem Ende des Quantitative Tightening, also praktisch dem Ende der Bilanzreduzierung, dass die Märkte dann wieder so ein bisschen nach oben gebracht hat, nachdem es zwischenzeitlich einen herben Abverkauf gegeben hat. Die Märkte preisen jetzt nur noch 2,7 Zinssenkungen bis Ende nächsten Jahres ein. Vorher waren es 4. Wir haben die Situation, dass jetzt eben letztendlich alles darauf ankommt, wie die Daten reinkommen. Das ist jetzt genau das, was die Fed eigentlich haben wollte. Wieder die Märkte dahin zu kriegen, dass man data-dependent sei, dass man datenabhängig sei. Genau das hat William Dudley, der Ex-Notenbankchef der New York Fed, gesagt. Wir wollen datenabhängig sein. Die Märkte werden vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt, wenn sie glauben, dass wir jetzt einen Zinssenkungszyklus hier einleiten. Und jetzt hat die Fed es geschafft, wieder ein bisschen Souveränität, ein bisschen Glaubwürdigkeit praktisch zurückzugewinnen, indem man nicht jedem Quengeln der Märkte nachgibt und sagt, ja, ja, wenn ihr ein bisschen Stress habt, dann werden wir diesem Quengeln schon nachgeben, so wie ein Kind eben an der Kasse der Supermärkte, wo die Süßigkeiten sind, eben regelmäßig quengelt. Und wenn man immer sagt, ja, du kriegst diese Süßigkeit, dann kriegt man irgendwann ein Problem. Dieses Problem hatte die Fed und hat jetzt das erste Mal gesagt, nein, jetzt gibt es keine Süßigkeiten, oder beziehungsweise hier hast du diese Süßigkeit, aber eben nicht mehr als vorher vereinbart. Und jetzt kommt eben alles darauf an, wie die Daten reinkommen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung jetzt im September liegt aktuell, also bei der nächsten Zinssitzung in der Fed, liegt aktuell bei 63%. Davor waren es 80. Zwischenzeitlich, als der Dow Jones über 400 Punkte im Minus waren, waren die Wahrscheinlichkeiten für September sogar unter der 50er-Marke. Aber dann hat eben Paul diese Aussagen getätigt hier. Let me be clear. Ich habe nicht gesagt, dass es nur eine Zinssenkung gibt, aber ich habe gesagt, dass wir stehen wohl nicht vor einem Zinssenkungszyklus, die dann die Wahrscheinlichkeiten wieder ein bisschen nach oben gebracht haben. Da war natürlich einer nicht begeistert über diese Aussagen von der Fed und von Jerome Powell, der Donald Trump, der gesagt hat, Powell hat uns mal wieder im Stich gelassen, aber immerhin eben endet jetzt dann das Quantitative Tightening. Und dann, what the market wanted to hear from Powell was the beginning of a lengthy and aggressive rate cutting cycle. Was die Märkte hören wollten, das hat Trump sehr gut auf den Punkt gebracht, war eben, dass wir
dass man einen Zinssenkungszyklus in Richtung Null haben wollte. Genau das hat die Fed nicht geliefert. Erstaunlicherweise eigentlich hält auch Donald Trump das für nötig. In der besten aller Wirtschaften, die er ja sonst immer lobt, warum müssen da die Zinsen eigentlich dann so konstant gesenkt werden? Und dann interessant, was Donald Trump heute Nacht noch getweetet hat. Experts stated that the Fed should not have tightened. Also, dass die Fed die Bilanzreduzierungen nicht hätte machen sollen. Und dann zitiert er James Bullard von der St. Louis Fed, dass die Fed zu lange gewartet hat, um ihren Fehler zu korrigieren. Also da ist praktisch schon mal in Nucleo der neue Notenbankchef, wenn er es schafft, Powell abzusetzen, nämlich Donald Trump es schafft, Powell abzusetzen, dann wäre natürlich James Bullard der Mann, den er gerne da installieren würde. Bullard selbst hat gesagt, ja, das würde ich ja sehr gerne machen, also vielleicht sehen wir hier bald den Versuch von Donald Trump, hier den aktuellen Fed-Chef abzulösen. Das Ganze hat die Märkte natürlich dann ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Ich hatte gestern diese Grafik gezeigt, die praktisch die Investmentquote in Aktien von Vermögensverwaltern, von Asset-Managern zeigt. Die war sehr, sehr hoch. Wir sind dann ein Stück weit aus diesen Verkeilungen, auf diesen massiven Aufwärtstrendkeilen herausgefallen. Jetzt muss da schnell wieder irgendwie oder müssen die Charts da schnell wieder reinkommen, sonst wird es ungemütlicher für die US-Indizes, die ja Bewertungen haben, die so in etwa im obersten Prozent sind, historisch gesehen. Das ist also schon etwas, was jetzt letztendlich alles darauf basierte, dass die Geldpolitik ultralax wird. Dann scheinen Aktien natürlich attraktiv. Wo muss das Geld hin, wenn es eben praktisch keine Renditen mehr gibt, außer in den Aktienmarkt? Aber jetzt hat die Fed eben diese Illusion oder diese Hoffnung ein bisschen konterkariert. Man muss zumindest zweimal drüber nachdenken. Man wird jetzt jede Datenveröffentlichung, wie zum Beispiel morgen die US-Arbeitsmarktdaten, wirklich mit Argusaugen beobachten. Wir beobachten jetzt mit Argusaugen mal die Charts. Was wird da kommen bzw. passieren? Aber schauen wir uns nochmal schnell die Daten heute an. Wir haben die Bank of England 13 Uhr, 14.30 Uhr, dann den oder 16 Uhr. Das kann sein, dass ich da in meinem morgendlichen Tran das nicht richtig wiedergebe. Müsste eigentlich 16 Uhr normalerweise sein, ISM-Index Gewerbe. Das wird dann schon sehr, sehr wichtig werden für die Märkte in Sachen Zinssenkung September. Wir haben dann noch Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Europa etc. etc. Aber das sind die finalen Veröffentlichungen, die werden nicht mehr so rocken. Deswegen schauen wir uns die Charts an hier, präsentiert von Capital.com. Hier sehen wir das, was da passiert mit dem Nasdaq etwa. Wir sehen hier diesen herben Abverkauf. Dann die schnelle Erholung aufgrund eben der Aussagen von Powell. Ich habe nicht gesagt, dass wir nur einmal die Zinsen senken, aber jetzt verpufft das wieder ein bisschen. Das ist jetzt eine neuralgische Situation für die Märkte, gar keine Frage. Wir sehen den ähnliches Muster dann auch beim S&P 500, der aktuell bei 2980 ist, also unter die 3000er Marke gefallen ist. Ähnliches sehen wir natürlich, was das Muster betrifft, auch beim Dow Jones, der jetzt unter die 27.000er Marke gefallen ist. Und der DAX reagiert entsprechend kühl, wenngleich der Fall eben beim DAX nicht so stark ist jetzt wie bei den US-Märkten, die ja vorher alles ignoriert hatten, was irgendwie negativ war. Egal, kümmert uns nicht, das hat doch mit uns nichts zu tun. Der DAX hat ja vieles schon eingepreist, was die Amis noch nicht eingepreist haben. Vielleicht daher eine Überlegung, mal jetzt den DAX eher zu favorisieren, beziehungsweise sich zu sagen, der DAX wird, wenn die Geschichte weiter nach unten geht, vielleicht weniger fallen jetzt als die US-Indizes. Kann so kommen. Schauen wir uns noch an, was vor allem der Euro macht. Und das ist eben etwas, was hier die Märkte auch schüttelt. Wir sehen, dass jetzt der Dollar wieder stärker wird. Wir sehen eine Verflachung der Zinskurve. Wir sehen, dass also hier starke Bewegungen auch an Devisen- und Anleihenmärkten sind. Der Euro-Dollar jetzt bei 1,1047. Gold kriegt jetzt natürlich auf die Mütze, wenn diese Euphorie über Zinssenkungen, die vermeintlichen, weg ist oder zumindest weniger ist, 1,408. Und wir sehen auch das amerikanische Crude Oil etwas tiefer bei $57,85. Also die Fed hat sich jetzt wieder ein Stück weit Glaubwürdigkeit erarbeitet, dem Quengel nicht nachgegeben, den Märkten gesagt, wir werden datenabhängig sein. Wenn es schlimm kommt, sind wir bereit zu senken, wir nicht, aber eben nicht. Und die Märkte hatten sich gedacht, das ist so ein Autopilot der Zinssenkungsspirale. Und damit haben sie sich geirrt. Sie waren sehr einseitig positioniert, haben die Warnung von Bill Dudley, die sehr klar, sehr eindeutig und sehr glaubhaft war, im Grunde ignoriert. Und das war eben teuer. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Handelstag. Bis dann. Ciao.